Herzlich willkommen zu einem meiner kurzen Selbstgespräche. Ich habe heute leider mein Stativ vergessen, ist aber nicht schlimm. Frohe Tage der Ruhe und der Einkehr mit dir, bei dir wünsche ich dir. Bleib bei dir und hab ein paar schöne Tage, in denen du dein Herz öffnest, für was auch immer. Das Thema, der Titel meines heutigen kurzen Selbstgespräches lautet, und das ist natürlich nichts Neues, allerdings muss ich und darf ich und kann ich das immer und immer wieder wiederholen. Der Titel des heutigen kurzen Selbstgespräches lautet, es gibt im Groben nur zwei Perspektiven, nur zwei Identitäten, aus denen heraus du dein Leben betrachten kannst, im Groben. Das ist stark vereinfacht. Wie heißen denn diese zwei Perspektiven, aus denen heraus du dein Leben betrachten kannst oder auf dein Leben schauen kannst? Diese zwei Identitäten oder Perspektiven lauten einmal ein Opferbewusstsein oder auch Opferunbewusstsein und ein Schöpferbewusstsein, noch präziser ein Mitschöpferbewusstsein. Nein, keiner von uns ist der Schöpfer, entgegen vieler Behauptungen der von mir so hochgeschätzten Wohlfühl und du kannst alles haben. Spiritualität ist keiner von uns der Schöpfer, aber jeder von uns ist ein Mitschöpfer. Wenn du dein Leben betrachten möchtest, und das geschieht in der Regel unbewusst, aus einer Opferperspektive, aus einer Opferidentität, jetzt fällt mir ein, dass ich das Handy auch noch verkehrt halte. Da ist übrigens mein junger Padawan. Also, wenn du dein Leben weiter betrachten möchtest aus einer Opferperspektive, was meint das? Ich bin besonders arm dran, die äußeren Umstände meines Lebens, meine Geburt, meine Partnerschaft, meine körperlichen Gebrechen, meine Nachbarn, mein Arbeitgeber, die Weltregierung, die anderen tragen die Verantwortung dafür, wie es mir geht, und die anderen müssen zuerst von außen nach innen ihr Verhalten verändern, ihre Art und Weise, in der sie mit mir umgehen, verändern. Zuerst müssen die anderen anders werden, meine Erwartungen erfüllen, mich lieben, respektieren, schätzen. Zuerst muss mein Körper gesund werden, zuerst muss mein Bankkonto gefüllt werden. Zuerst muss ich den perfekten Partner finden, zuerst muss die richtige Regierung in unser Leben kommen. Zuerst müssen die anderen sich verändern. Leben geschieht von außen nach innen, andere haben es besser als ich. Ich bin ein Opfer der äußeren Umstände. Aus dieser verbreitetsten, etabliertesten und vermeintlich normalsten Perspektive oder Identität auf der Erde ist Heilung, Rettung, Erlösung, Gesundung, Heimkehr in deine größte Sehnsucht, in die Verbundenheit mit dem All-Eins, also in die Liebe, unmöglich. Und vor allem der Konsum meiner Arbeit, der Konsum dessen, was ich zu tun habe in diesem Leben, sinnlose Zeitverschwendung. Bei mir bekommst du keine Tipps, Hilfestellungen, wie du die Welt dahin manipulierst, dich mehr zu lieben als du dich selbst, wie du die Welt dahin manipulierst, dir durch finanziellen Wohlstand, durch Beifall, Anerkennung, die perfekte Partnerschaft, die perfekte schöne Frau, den erfolgreichen, einen gesellschaftlichen Status innehabenden Mann. Also, auf meinem Kanal, in meiner Arbeit findest du niemals, und zwar niemals und zu 0%, eine Bedienungsanleitung, die Welt dahin zu bescheißen, die Welt dahin zu manipulieren, dir von außen nach innen mehr Liebe und Verbundenheit zu spiegeln, zu reflektieren, als du in dir selber findest. Das will ein Mensch in der inneren Trennung, im Opferunbewusstsein. Ein Mensch will, dass die Welt ihn zuerst von außen nach innen mehr liebt, ihm mehr Verbundenheit spiegelt, als er in sich selber fühlt. Aus dieser
Perspektive, die übrigens in uns lebenslang sein darf, eine kleine Opferperspektive, eine kleine Opferidentität, sowas darf lebenslang in dir sein, denn dein inneres Kind ist bedürftig und abhängig von deiner Liebe, deinem Schutz, deiner Grenzsetzung, deinem Mut, ja, deinem für dich Sorgen. Davon ist dein inneres Kind abhängig. Es darf lebenslang eine gewisse Opferperspektive in uns sein, aber das sind wir nicht. Wir haben ein kleines Opfer lebenslang in uns. Wenn du in der Opferperspektive verbleiben möchtest, die erkennst du ganz simpel daran, mein Schicksal ist zu heftig für mich, ich bin zu heftig gebeutelt vom Leben, ich habe zu große Probleme in meinem Leben, ich habe körperliche Handicaps, ich habe einen Missbrauch erfahren, der zu schlimm ist, zu furchtbar ist, um ihn selber zu heilen und zu überwinden. Wenn das deine Perspektive ist, bin ich der letzte Mensch, der letzte, der dich vom Gegenteil überzeugen möchte, dann verbleibe in deiner Opferperspektive. Dein Schmerz wird irgendwann einmal deine Heilung sein, aber dann konsumiere diese Arbeit hier nicht. Sie ist sinnlos für dich und sie tut dir unendlich weh, weil sie alle Macht und Verantwortung und bitte nicht alle Schuld. Ja, Schuld gibt es in meiner Arbeit nicht, die gibt es noch nicht mal in der Realität. Das ist eine Erfindung des erfolgreichsten oder eines der erfolgreichsten Profi-Centers. Center der Menschheitsgeschichte, der Kirche. In meiner Arbeit gibt es Verantwortung und Macht, Schuld nicht, aber für ein Opfer, einen Menschen im Opferunbewusstsein ist meine Arbeit wie dauerhafte Ohrfeigen oder, keine Ahnung, dauerhaftes Beleidigen, Erniedrigen, Verletzen. Es gibt Heilung in diesem Leben, Heimkehr, Gesundung, Erwachen, Erwachsen, das Gefühl von Verbindung und Verbundenheit nur aus einer Mitschöpferperspektive, nur und ausschließlich aus einer Mitschöpferperspektive, nur und ausschließlich aus einer Mitschöpferperspektive. Ich höre schon wieder, Martin, wenn du wüsstest, wie heftig mein Schicksal ist, du hast leicht reden, Martin, ich höre den ganzen Kram schon wieder. Bitte konsumiere andere Kanäle bei Bedarf. Schreib mir eine E-Mail und ich schicke dir zahlreiche Links, wo du getröstet wirst, gepampert wirst, wo dir erzählt wird, ganz, ganz bald wird alles besser, wenn du den Kurs belegst und dieses machst und weiter meiner Arbeit folgst. Ganz, ganz bald kommt dein perfekter Partner, kommt die erste Million, wirst du von außen nach innen gesund, erfährst du Heilung, Erlösung von außen nach innen, kommt der richtige Gott, der richtige Engel, wie auch immer. Bei Interesse, schreib mir eine Mail, schicke ich dir Links für diese wundervollen Entertainment-, Unterhaltungs-, Wellness-Programme sehr, sehr gerne. In meiner Arbeit gehe ich davon aus, dass Lebenszeit nach bisherigen Erkenntnissen in diesem Leben beschränkt ist und dass wir in diesem Leben die Aufgabe haben, unsere größten Ängste, Schatten, Dämonen, unsere größten Traumata, unsere größten selbstablehnenden Glaubenssätze, ich bin es nicht wert, ich muss kämpfen um Liebe, das, was uns am meisten schmerzt und was wir uns am meisten weigern, in uns selber zu lieben, in meiner Wahrheit geht es darum, in diesem Leben größer zu werden als dein Problem, als auch größer zu werden als deine erlernten Strategien, deine Probleme, deine Schatten, deine Traumata nicht fühlen zu müssen. In meiner Wahrheit geht es darum, in diesem Leben zu erfahren, Heiler, Retter, Erlöser, Liebender, Mitschöpfer der Rettung, Heilung, Erlösung für alles in dir zu werden, dass du loswerden willst, dass du nicht lieben willst, dass dir heftig, schmerzhaft im Verhalten anderer um die Ohren gehauen wird, gespiegelt wird. In meiner Wahrheit geht es lebenslang darum, dir, also dich A, bewusst zu machen, deine tatsächliche Identität betreffend, die eines Mitschöpfers, dir das erstmal bewusst zu machen und zum Zweiten dir konkretes Handwerkszeug an die Hand zu geben, eine konkrete Bedienungsanleitung, eine funktionale, funktionierende, lösungsorientierte Bedienungsanleitung zum Heiler, Retter, Erlöser, zum Liebenden zu werden, zu all dem zu werden, dass du dir lebenslang ersehnst, von anderen zu bekommen. Das ist in meiner bescheidenen Wahrheit ein wesentlicher Teil des Sinnes deines Lebens, bestimmte Probleme, Dramen zu kreieren, die du in einem Leben, im selben Leben erfährst, selber
zu überwinden. Ich bin es nicht wert, ich muss kämpfen um Liebe. Andere sind besser als ich. Ich muss die Erwartungen anderer erfüllen. Ich bin nicht richtig so, wie ich bin. Ich bin nicht schön genug, nicht schlank genug, nicht intelligent genug, nicht humorvoll genug. Ich muss jemand anders werden. Nein, in diesem Leben müsstest du dich mitten durch deine Ängste hindurch zu dem lieben, der du tatsächlich wirklich bist. Du bist hier, um ein Liebender deiner Schatten, deiner Ängste, all dessen zu werden, von dem du gelernt hast, dass es nicht liebenswert ist. Die einzige Perspektive, aus der es Heilung für die Welt, die ganze Welt, die Erde, dich und mich gibt, ist die Perspektive der Verantwortung und der Macht, die Perspektive des Mitschöpfers. Was braucht ein Mitschöpfer? Oder wie könnte das Leben eines Mitschöpfers aussehen? Ich kenne meine Werte, ich kommuniziere meine Werte, ich lebe meine Werte, ich sorge für die Einhaltung meiner Werte, ich setze klare Grenzen Menschen betreffend, die mich, meinen Wert und meine Werte, meine Integrität verletzen, die meine Grenzen überschreiten, die mich nicht respektvoll behandeln. Dafür ist kein Krieg nötig für Grenzsetzung, keine Anklage, keine Herabsetzung. Dafür ist nur ein klares Nein im Wort und in der Tat nötig. Und darüber hinaus wäre es nötig, täglich zu üben, dein Herz tatsächlich, statt es dunkel, dicht und eng zu machen, statt es zu verschließen, dein Herz zu öffnen für all das, von dem du glaubst, dass es nicht liebenswert ist. Also im Außen den Kokon zuzumachen, Grenzen zu setzen, klar zu kommunizieren, was es kostet, mit dir Lebenszeit zu verbringen, und im Innen weich, durchlässig, widerstandslos zu werden, dich hinzugeben dem Nichtwissen, dem Nichtverstehen, dem Matschwerden, dem Loslassen müssen all dessen, was du im ersten Drittel oder in der ersten Hälfte deines Lebens gelernt hast, dass du angeblich leben musst, damit dich irgendwann die Welt von außen nach innen mehr liebt, als du dich selbst liebst. Die einzigen zwei Perspektiven im Groben, sehr, sehr grob formuliert im Rahmen dieses kurzen Selbstgespräches, sind eine Opferperspektive und eine Schöpferperspektive oder ein Opferunbewusstsein und ein Mitschöpferbewusstsein. Du bist mächtig, du bist verantwortlich, du bist die Heilung, Rettung, Erlösung, die du dir ersehnst, von der Welt, deiner Dualseele, deinen perfekten Partner, den anderen, deiner Regierung zu erfahren. Bevor du nicht selber wirst, was du dir am meisten ersehnst, in der Welt zu erfahren, Integrität, Loyalität, Ehrlichkeit, Mut, Grenzsetzung, Heilung, Liebe, bevor du das nicht wirst, ist es unmöglich, dass die Welt dir dauerhaft Liebe, Mut, Verantwortung, Grenzsetzung, Integrität, Loyalität spiegelt. In diesem Sinne, vielen Dank für deinen Mut, auf dich zu schauen. Heute ein extrem verwackeltes Video, was sogar sich einmal um 90 Grad gedreht hat, so leid es mir tut. Ja, noch ein paar schöne Tage mit dir. Wenn du Begleitung möchtest auf deinem Weg zurück zu dir, findest du mich auf meiner Website www.martinuhlemann.de. 15 Minuten eines gemeinsamen Gespräches, in denen es um dich geht, unabhängig davon, ob du jemals mit mir arbeiten möchtest, nach wie vor kostenfrei. Ende Januar gibt es eine Ausbildung zum Liebenden in Borgsdorf bei Berlin. Da sind noch ein paar Plätze frei. Dann im Februar in Hauerz im Allgäu. Weitere Termine gehen online. Wenn das was für dich ist oder du wissen möchtest, ob das was für dich ist, schau auf meine Website oder schreib meiner Assistenz über martinuhlemann-coaching@gmx.de, martinuhlemann-coaching@gmx.de eine Mail mit deinen Fragen oder deinem Wunsch nach einem kurzen Gespräch. Vielen Dank für deinen Mut, auf dich zu schauen. Tschüss.